Moin, moin, Leute, und willkommen zurück nach so langer Zeit mal wieder zu Factorio. Für euch sind nur 2 Tage vergangen, für mich allerdings schon eine etwas längere Zeit. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, dürften es sogar fast 3 Monate sein. Ja, es war relativ viel los und ich hatte relativ viel zu tun, unglaublich viel zu tun. Und jetzt würde ich sagen, habe ich mal wieder ein bisschen Zeit für Factorio. Ich glaube, auf dem Channel läuft gerade die 3. oder 4. Folge, also bis ihr das hier sehen werdet, wird noch einige Zeit vergehen. Aber ja, dann könnt ihr halt so ungefähr abschätzen, was für Abstände dort zwischen liegen. Factorio ist ja auch mein allererstes Let's Play gewesen und ich habe dann danach erst Brothers gemacht. Ja. Und ich hoffe so sehr, dass wenn wir jetzt in dieses Spiel starten, dass wir dann nicht sofort ausnahmslos scheitern. Ich erinnere mich noch daran, dass wir langsam Probleme mit unseren kleinen Nachbarn hier bekommen haben. Dass ja immer mehr gezeigt wurde, dass sie an Stärke gewinnen. Auch hier, wie man gerade gesehen hat, dieser eine Typ, der dort bei war, der mit Säure spuckt und so, den hatten wir vorher auch nicht. Der ist auch dazu gekommen. Ja. Und am allermeisten sorge ich mich auch. Boah, hier, das ist auch knapp. Am allermeisten sorge ich mich halt auch darum, dass ich die Produktionsabläufe und so gar nicht mehr genau überwachen kann. Ich weiß, dass es schon ziemlich kompliziert war, aber ich denke, so kompliziert sollte es noch nicht sein, dass wir da halt gar nicht mehr durchblicken können. Also, boah. Das ist auch cool mit dem Zug hier. Naja, dann würde ich sagen, starten wir mal rein und gucken mal, ob wir uns noch zurechtfinden oder ob wir in dieser Folge oder in einer der nächsten halt vom Feind überrascht werden. Okay, auf geht's. Fortsetzen. Okay, oh, wow. Hier habe ich hier eine... Es ist ja auch so komisch rot. Ah, das ist, weil ich durch Gift gelaufen bin. Oh, scheiße. Wieder ein Angriff. Also ich weiß nicht direkt, was ich davon halten soll. Also, wir laufen mal erstmal ganz schnell hier rüber. Und ich glaube... Oh Gott, ich muss erstmal mit der ganzen Menüführung wieder zurechtkommen. Leute, Leute, Leute. Boah, hier auch. Überall. Wir werden ständig belagert vom Feind. Hier haben wir natürlich eine relativ dicke Mauer, aber die wird ja auch irgendwann mal zusammenbrechen, wenn wir uns halt nicht verbessern. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Wir brauchen Mauern. Und das war hier unten die Produktionslinie. Ich erinnere mich, hier laufen die Mauern aufs Produktionsband und werden dann hier rübergepackt. Warum staut sich das da hinten so? Wir brauchen eh ein paar Mauern, deswegen nehmen wir hier mal einfach ein paar weg. Oder? Dafür werden wir was bauen müssen. Einfach mal wieder so ein Grubbler. Und ein Lagertank, okay. Aber ob ein Lagertank wie eine Kiste funktioniert, ich denke nicht. Schilddauer, das ist ja wahrscheinlich 25k. Ach so, okay. Ja, das wird wahrscheinlich schon die Erklärung für unser kleines Problem sein. Ja, dann nehmen wir uns jetzt mal diesen... Ich habe auch noch mehr als genug von allem im Inventar. Okay, rotaten wir das hier mal. Wo soll er die abnehmen? Am besten hier. So, sofort die Kiste. Ah, doof. Hier hin. So, jetzt packt er uns die hier raus. Die ganze Zeit, bis die Kiste voll ist. Ich hoffe, dass dann ab und zu trotzdem nochmal was durchrutscht, damit hier vorne das zweite... Warum wird hier eigentlich jetzt nicht produziert? Es scheint, als... Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Heuschrecken oder so. Es scheint, als würde es hier nicht weitergehen. Weil hier Kupfer fehlt. Kupfer. Weil hier Kupfer anstatt Eisen auf Eisen. Muss ich hier auch Eisen haben? Ich muss hier gar kein Eisen haben. Wie kommt ein Eisen dann auf einmal in diese Produktionslinie? Ja, ich weiß nicht. Manchmal verstopft es einfach. Ich weiß nicht, ob das Spiel irgendwie mit Absicht so macht, dass es ab und zu verstopft oder so. Ich habe absolut keine Ahnung. So, nehmen wir das hier auch mal weg. Dann haben wir wieder ein paar Plates im Inventar und
Das hier ist gleich schön clean. So. Okay, hier einmal rum. Ich weiß auch gar nicht, wir haben relativ viele Fließbänder im Inventar. Warum haben wir das noch gemacht? So. Jetzt geht der hier rum. So. Jetzt produziert der hier weiter. Ich weiß gar nicht, was der hier noch gemacht hat. Ah, so, er produziert die rote Rifle. Und die wird dann hier rübergepackt und kommt dann hier oben irgendwann an und läuft dann hier hoch. Nee. Ach so, wollten wir das nicht so irgendwie machen? Dass er die halt rüberpackt und dann... Was produziert der olle Hans denn hier überhaupt? Wir gucken einmal. Der produziert... Die Wissenschaft, ach so, die schwarzen Wissenschaftstränke, okay. Die gehen dann hier drauf, laufen hier rüber und werden dann hier zusammengepackt. Das macht natürlich Sinn. Irgendwo. Läuft denn sonst noch alles? Hier scheint gerade aktuell nichts zu laufen. Ja, weil hier voll ist, okay. Dann geht hier natürlich logischerweise die Produktion nicht weiter. Hier sind doch plötzlich irgendwelche... Platten drauf gerutscht. Ich glaube, manchmal rutschen einfach welche rüber. Einfach um den Spieler zu ärgern oder so, habe ich so den Eindruck. Was ja nicht wirklich weiter schlimm ist. Nur, ja, hier wird das alles schön durchsortiert. Hier geht's weiter. Okay, wir waren beim Thema Mauern. Ich denke, hier wird der mittlerweile hier seine 100 Mauern rausgepackt haben. Okay, Moment. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Die kommt hier schön ins Inventar. Ach so, das ist so eine Art Kurzwahltaste. Ah, okay. Dann kann ich hier auf 1 direkt das auswählen, was ich brauche. Das ist schon mal gut. Können wir das auch mit ein paar anderen Gegenständen machen? Also wenn ich jetzt sage, schwuppdiwuppdi, dann haben wir hier 600 Dinger von denen auf Tash. Kohle könnte man auch sagen. Funktioniert das so? Okay, die zweite Reihe. Ich denke, das wird der Noom-Block sein hier. So, 2, 3. Okay, das ist ja praktisch. Das wusste ich gar nicht. Dann nehmen wir hier erstmal ein klein wenig die Produktion nachlegen. Hier auch. Oh nein, wir müssen, wie es aussieht, nochmal eine fette Runde machen, Kohle zu packen. Damit das hier auch weitergeht. So, da hatten wir hier irgendwo eine Kiste. Gut, da ist nicht mehr viel drin. Wir hatten aber eine Kiste, wo Kohle drin ist. Du, 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 du. Okay, nehmen wir diese hier. Zap, 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 chip, 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 chip. Hop, 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 hop. So. Und dann haben wir 700 Kohle auf dem Slot. Die wird erstmal reichen, um hier kräftig nachzulegen. So. Hier der Grill bekommt. Nein, der hatte genug. Der hier war der. Der. Nichts hatte. Okay. Ich sollte auch die 3 nutzen, wenn ich die halt so habe. Kann ich den? Ja, kann ich. Okay. So. Dann halt er hier. Zack. Oh, wir werden wieder angegriffen. Diesmal dort oben. Wir sollten das auf jeden Fall unbedingt im Auge behalten. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich finde, der Gegner ist eindeutig stärker geworden. Und ich glaube, ich hatte auch irgendwo ein Merkblatt. Warte, ich suche es mir mal eben raus. Da hatte ich aufgeschrieben, was ich als nächstes machen wollte. Was so einigermaßen aktuell ist. Ich glaube, das ist Staxel. Ich glaube, wir wollten also Panzer bauen. Damit wir halt ein bisschen mehr Kraft auf die Rippen kriegen. Wie man halt, ich glaube, man hat auch eben mal im Titelscreen gesehen, dass Panzer sehr effektiv sind. Also damit können wir den Einheimischen ziemlich einheizen. Okay, hier geht es nicht weiter. Ich glaube, weil wir aktuell gar nicht forschen. Das ist mir zum Beispiel auch nicht aufgefallen. Wir sollten auf jeden Fall forschen. Forschungsbaum. Was ist da? Ein Flammenwerfer, Alter. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Starke, tragbare, festigte Flammenwerfer, die brennbare Flüssigkeiten auf Gegner schießen und sie so in Brand setzen. Klingt erstmal gut. Energieeffizienzmodul.
Tempomodul, Produktionsmodul. Auch geile Sachen. Sollen wir Kunststoffe erstmal machen? Schienenverkehr. Tor, also Kunststoffe haben wir ja tatsächlich. Oder haben wir das? Da müsste doch die Forschung starten. Ah, der hat aufgehört. Warum hat der aufgehört? Es wird doch aktuell nicht geforscht. Ach so, ich glaube, weil der hier voll ist und wird nicht nachlegen können. Es kommen keine roten Tränke an. Das ist das Problem. Es kommen keine roten Tränke an. Die dann hier. Und hier ist Schluss. Hier ist komischerweise Schluss. Ach so, habe ich hier mal ein Förderband weggenommen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sollte es jetzt weitergehen. Boah, das ist mir jetzt ja richtig peinlich. Ist das überhaupt der richtige? Ist das der richtige? Ist das tatsächlich der richtige? Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass es das nicht der richtige ist. Habe ich hier irgendwas gemacht? Ah doch, das ist der richtige. Der sortiert die aus. Okay. Dann werden die hier reingepackt und dann laufen die auf die Förderbänder. Jetzt müsste der da hinten eigentlich. Okay, es wird wieder produziert. Problem ist natürlich jetzt hier, die Förderbänder sind voll. Und das heißt, wir müssten zuerst mal versuchen. Ah, wir haben 40 Tränke. Okay. Wir nehmen einfach erstmal 40 Tränke und packen den hier manuell voll, damit der halt auch mitforschen kann. So. Dann verbraucht er nämlich auch die grünen und die schwarzen Tränke. Boah, das hier ist auch. Also, boah, hier haben die einen kaputt gekriegt. Ja, das ist das, was ich meine. Die werden halt immer stärker, ne? Okay, wir müssen aufrüsten. So viel ist klar. Und das ist zwar, glaube ich, sehr, sehr schnell. Zuallererst werden wir hier mal ein bisschen reparieren. Das ist auch doof, das ist natürlich. Und kann ich das auch. Ich kann es auch einfach gedrückt halten. Okay. Das ist auch kaputt. Aber das sind auch schon stärkere gewesen. Also, diese hier, die sehe ich auch zum ersten Mal. Die haben mehr Beine und sind mehr gepanzert, wie es aussieht. Okay. Moment. Hier unten wird nicht angegriffen. Hier oben hatten wir auch relativ viele Angriffe in letzter Zeit. Wir müssen irgendwie bessere Geschütztürme und auf jeden Fall Panzer haben, die uns hier ein bisschen den Nacken frei halten. So. Wo war denn jetzt nochmal ein Geschützturm? Ich hätte auch gerne bessere Geschütztürme. Wir bleiben mal erstmal bei der Mauer, weil ich habe irgendwie Angst, dass wenn wir jetzt alles ausbauen mit den ineffizienten Geschütztürmen, dass wir dann nachher wieder alles umbauen müssen. Und das wäre halt ja nicht im Sinne des Erfinders. So. Oder halt noch eine Reihe. Ich weiß nicht. So könnte man die auf jeden Fall ein bisschen aufhalten. Oder auch auf Distanz halten. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall ist hier unten ja auch der Punkt gewesen, wo die halt gelegentlich mal durchgebrochen sind. Hier greifen sie gar nicht mehr an. Ich denke, weil die hier gemerkt haben, dass hier kein Schwachpunkt ist. Ich glaube ja nicht, dass die KI so krass ist, dass sie sich den Schwachpunkt in der gegnerischen Verteidigung aussucht und dann dort speziell angreift. Wäre natürlich geil. Von der Programmierung her, so müsste man sich halt ständig immer wieder anpassen. Aber das macht halt auf dieser Ecke hier keinen Sinn. Weil hier ist ja auf jeden Fall eine gut verteidigte Ecke mit ganz vielen Geschütztürmen. Wenn man sich den Rest anguckt, ist halt weniger los. Wäre ein Angriff auf jeden Fall effizienter, würde ich mal so an der Stelle behaupten. So. Das ist außer Reichweite. Haben wir die ganzen Mauern schon ballert? Oh, ist egal. Das kriegen wir schon hin. Wir nehmen uns jetzt mal einmal den Schraubenschlüssel und reparieren hier ein bisschen. So. Perfekt. So. Was ist. Ich werde schon wieder angegriffen. Okay.
Da gehen wir jetzt mal als nächstes schauen. Eine Ecke repariert, kann man direkt in der nächsten wieder anfangen. Aber so ist das nun mal, Leute. Da kann man nichts dran machen. So. Ja, hier wird halt kräftig angegriffen. Ich werde hier auch in der Mitte vielleicht dann Teile rausnehmen und dann einen zweiten Förderkreis machen, wo dann halt stärkere Geschütztürme sind oder so. Das nützt ja auf Dauer nichts. So, wie weit ist denn Kunststoffe in der Erforschung? Tipps und Tricks, Errungenschaften. Wie weit ist denn Kunststoff in der Erforschung? 47%. Ja, und danach würde ich dann halt gucken. Die sind natürlich auch gut, Verteidiger. Folgt und hilft dem Spieler für eine kurze Zeit. Ich hätte das eher so, dass man so Stationen baut und dass die dort rauskommen und den Gegner angreifen. Vielleicht müssen wir auch einfach diesen Flammenwerfer erforschen oder stärkere Ballistik. Ich weiß gar nicht mehr. Wieso kann ich keine Laserwaffen erforschen? Exoskelett, das ist auch krass. Ich möchte ja im Prinzip den Baum haben, wo den ich brauche, um. Hier ist halt immer stärkere Brandeffizienz. Das wollen wir ja auch nicht. Hier ist nur Munition. Ich suche den Baum. Oder ist das der hier? Ne, das sind nur Handgranaten. Das sind Panzerfahrzeuge. Dafür brauchen wir Motoren. Okay. Mobilität. Motorisierte Fahrzeuge zur schnelleren Fortbewegung. Und dann brauchen wir Panzer eigentlich, um mal effizienter zu werden. Aber ja, wir müssen halt schauen. Ich suche den Baum, wo der Lasergeschützturm war. Ich weiß nicht, hat den einer von euch gesehen? Hier ist zum Beispiel eine Laserwaffe für die Schulter. Aber das ist halt alles ein Baum, wo wir halt selber mit unterwegs sind. Boah, das ist auch ein krasses Teil. Da sitzt wohl der Spieler dann auch selber drin. Ja. Was haben wir denn hier? Bahnverkehr wahrscheinlich auch nicht. Es gibt doch die stärkeren, die habe ich doch schon gesehen. Technologieliste. Also, was ist das hier? Lasergeschützturm. Fortgeschrittene Verteidigungstechnik. Gut, dann brauchen wir dafür, müssen wir auch Schwefelverarbeitung entwickeln. Dann können wir Elektrotechnik, Batterie, blaue Tränke, boah, Lasertechnik, da sind wir aber noch ein Stück weit von entfernt, Leute. Nein, ich habe all meine Hoffnung da reingesteckt. Gibt es irgendwas Effizientes, was wir vorher schon machen können? Ich denke, die Panzer sind leichter zu erreichen, oder? Sowas ist auch heftig, aber. Zerstörer, fortgeschrittene des Kampfroboters. Die meine ich. Ah, der folgt dem Spieler für kurze Zeit. Die meine ich dann doch nicht. Tragbarer Fusionsreaktor. Auch krass, wie so eine T101 Power Rüstung. Hier brauche ich den blauen Trank schon. Das haben wir ja eben schon gesehen. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Kernenergie. Kernenergie ist auch gut. Was ist das hier? Ein Arbeitsroboter für eine Transportmenge. Bauroboter. Ich brauche stärkere Waffen. Leute, wir brauchen eindeutig stärkere Waffen, ansonsten sind wir bald am Arsch, denke ich. Landminen. Wir schauen einfach mal. Ein bisschen können wir uns vielleicht noch verteidigen. Hier oben kommen die Gegner wieder. Okay, hier kann ich nicht durch. Hopp, 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 hopp. Hier ist alles erstmal nachgefüllt. Wir gucken mal, ob der hier vorne jetzt schlimmen Schaden angerichtet hat. Und was hast du hier ausgefressen? Da haben wir gerade eben von gesprochen und schon wird hier angegriffen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Hier konnte ich durch, ne? Hier, ja, genau, hier kann ich durch. Gut, dann müssen wir hier jetzt erstmal wieder reparieren. Den Schraubenschlüssel schwingen. So. Okay. Ist das Problem hier erstmal. Die Tränke können wir auch schon mal wieder in die nächste Linie geben.
So. Achso, ich dachte gerade wegen dem Regentropfen, der hat kein Wasser. Das wäre auch doof gewesen. Naja, okay. Das Ding piept einfach nur, okay. Ich dachte gerade, der hätte jetzt Feindkontakt plötzlich. So, hier unten ist jetzt aktuell noch nichts los. Wir brauchen auf jeden Fall stärkere Verteidigung. Also müssen wir warten, bis Kunststoffe fertig ist. Okay, was ist denn das hier? Okay, hier werden angegriffen. Ah, hier. Das ist schon stärkere. Boah, die mit dem. Der ist ja fies geworden. Guckt euch das an. Diese Raupendinger, das sind die, die spucken. Da macht er immer mehr von. Okay. Entschuldigt mal, ich musste nicht ganz kurz räuspern. Nein, 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 nein. Wie kriegen wir die denn abgewehrt? Einzigste Möglichkeit wäre halt, noch eine größere Reichweite zu haben. So. Boah, echt schwierig. Da vorne sammelt sich der Feind auch schon wieder. Okay, wir müssen unsere Technologien weiter ausbauen. Können wir irgendwas aktuell schon bauen? Was? Also wir hatten den Stromnetz ein bisschen ausgebaut. Haben uns darum gekümmert, dass wir schon mal ein paar Flüssigkeiten verarbeiten können. Genau, das war, glaube ich, das, worauf wir uns auch vorbereiten wollten, oder Leute? Wir hatten gesagt, wir wollten eine Raffinerie machen, um Öl abzubauen, damit wir unsere Panzer nachher auch betanken können, wenn es dann halt so weit kommt. Frage ist, wo muss der sitzen? Er braucht Strom. Kilowatt in Sekunden. Ist das egal, wo ich den hinsetze? Anscheinend nicht. Es muss schon sowas wie eine Art Ölvorkommen geben. Boah. Das ist echt schwer zu sagen, weil die nicht extra ausgekennzeichnet sind, die Ölfelder. Oder ist es das Grüne? Das Grüne sind die Wälder. Puh, 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 puh. Okay, steht das irgendwo geschrieben, was der braucht? Okay, Ausrohmaterialien, Abbautempo, Hochburggebiet, Umweltverschmutzung. Förderpumpe. Ja, eine Förderpumpe. Aber wo kann ich die Förderpumpe setzen? Oder muss die vielleicht sogar ins Wasser? Aber bei uns gibt es die Dinger. Nee. Halt immer irgendwo an Land. Also solche Öltürme wie der hier stehen halt hier in der Gegend auch ab und zu mal gelegentlich rum. Es gibt nicht. Boah, da oben wieder angegriffen. Vielleicht müssen wir mal rausgehen und mal gucken, ob die grünen Dinger die Ölfelder sind. Aber ich glaube nicht. Wir testen es einfach mal. Ich hoffe so sehr von nicht. Dann müssen wir nämlich hier ein ganzes Stück weit ausbauen. Es sind die Wälder einfach. Ja. Hä? Wieso ist denn hier oben auch noch ein. Warte mal, Leute. C war Bewaffnung. Wir gucken mal, was das hier vorne ist. Lauf! Lauf! Was ist das da hinten? Geschützturm. Okay, die haben jetzt eigene Geschütztürme. Oh, shit. Das hat man aber in der Vorschau auch nicht gesehen. Also die passen sich immer krasser an. Boah, Leute, ey. Wir brauchen unbedingt unsere Panzer, sonst sind wir bald echt am Arsch. So. Achso, ich wollte ausprobieren, ob man in die Wälder diesen kleinen Förderturm setzen kann, aber kann man auch nicht. Wo gehört der hin? Wisst ihr was, Leute?
Ich glaube, wir haben auch so ungefähr das Folgenende schon erreicht. Ich würde sagen, wir machen dann an dieser Stelle eine kleine Aufnahmepause. Ich weiß jetzt, ich denke mal, dass wir schon über 20 Minuten sind. Und dann werde ich das mal eben schnell nachschauen und werde mal gucken, was wir machen müssen, um diese Raffinerie-Dinger zu setzen. Damit wir halt Öl bekommen und dann relativ schnell Panzer, um uns halt gegen den immer weiter aufrüstenden Feind bisschen zu verteidigen oder halt auch Gegenschläge mal zu wagen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, immer eine Nahaufnahme von uns mit dem, ich glaube, das Sturmgewehr ist das hier auf dem Rücken. Ja, ist es das? Weiß nicht, von dieser Seite sieht sie das aus, als wäre es gar nichts. Hier hat er so eine komische Spitzhacke dabei. Nee, aus dem Blickwinkel sieht man es einfach nicht. So sieht man es. Naja, ist auch egal. Okay, Leute, dann bis zur nächsten Folge. Und ciao, ciao.